Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem GTA 5 Video und heute werden wir The Rock besuchen. Ich weiß nämlich, wo er wohnt. Es wurde mir zugezwitschert. Ich habe eine Adresse bekommen und ich würde sagen, wir checken das einfach mal direkt aus. Denn wie ihr seht, läuft bei mir leider aktuell nicht so gut vom Geld her. Der Kollege von mir hat letztens schon bei ihm einen Wagen klauen können. Und jetzt dachte ich mir, ich probiere das mal selber. Leute, bleibt dran, es kann auf jeden Fall spannend werden. Oh, da sind wir schon. Wir sind schon da. Oh mein Gott, das ist sehr auffällig, was ich mache. Okay, ja, der Wegpunkt ist richtig. Oh, hier habe ich ihn fast überfahren. Okay, Leute, ich würde sagen, er soll nämlich zu Hause sein und es ist wenig bis gar keine Security vor Ort. Ja, komm, ich halte einfach hier. Sehr unauffällig. Denn, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu Fuß weiter. Ich weiß nämlich nicht, was uns erwartet. Oh mein Gott, da steht schon jemand. Okay, wir gehen weiter. Ich weiß nicht, wer genau das ist. Ist es die Wache, Digga? Okay, weiter. Oh mein Gott. Man sieht mich. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, ich nehme jetzt ein Fernrohr in Form von einer Sniper. Und wir checken jetzt mal aus, wer das genau ist. Oh mein Gott. Okay. It's The Rock. If you smell. Oh mein Gott, ich muss ruhig sein. Oh mein Gott, hat er in unsere Richtung geschaut? Leute, schaut euch mal seine Wagen an. Okay, ich würde sagen, da lassen wir doch den einen oder anderen mitgehen, oder? Ich weiß nicht, was er gerade macht. Wir schauen einfach mal gleich nochmal rein. Wir wagen noch einen Blick, ob er noch da ist. Oh, nice. Er ist, glaube ich, reingegangen. Oh, okay, er steht da nicht mehr. Sehr, sehr geil, Digga. Ist das überhaupt sein Haus? Hier sind nämlich ein paar Goldplatten. Oder er ist gerade bei Drake zu Besuch. Man weiß es nicht. Bugatti ist da, Ferrari ist da. Und das sieht mir doch nach einem Lamborghini aus. Oh, Leute, ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall fündig. Ich glaube, er ist reingegangen, Leute. Wir schleichen uns jetzt einfach mal ein bisschen vor. Ich will auf gar keinen Fall einen Kampf mit ihm riskieren, denn er ist The Rock, you know? Okay, schauen wir nochmal langsam, wo er ist. Okay, hier ist er nicht mehr, wo er eben war. Wo könnte er denn jetzt sein, Digga? Also bis jetzt sehe ich noch nichts. Oh, da ist er. Okay, Leute, er ist reingegangen und schaut zur Wand. Vielleicht bedient er gerade die Musikanlage. Schaut euch diese goldenen Platten an, Digga. The Rock ist eigentlich Schauspieler. Ich weiß, wie gesagt, nicht mal, ob das sein Anwesen ist. Wie gehe ich das jetzt an, Digga? Na gut, er guckt gerade nicht, ne? Okay, hier können wir seinen krassen Rückenmuskel begutachten. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Oh, sehr gefährlich, Leute. Boah, was für ein Stier, Digga. Und das Tattoo on point. Okay, wie gehen wir das an, Digga? Boah, hat sogar eine eigene Tankstelle, Digga. Okay, Leute, er dreht sich noch mit dem Rücken zu uns. Und go. Welchen nehme ich? Okay, ich nehme den Lambo. Rein. Okay, wir sind drin, Leute. Yo, Alter, nice. Kein Unfall bauen. Okay, Schulterblick. Ah, scheiß auf Schulterblick. Nice, Digga. Wir haben es geschafft, Leute. Hoho, was ein geiles Ding. Yo, ich bin wieder aufgestiegen. Franklin ist auf jeden Fall aufgestiegen. Nice, Digga. Was ein geiler Wagen. Was für ein Speed. Wir sind auf jeden Fall aufgestiegen, Leute. Den Wagen bringe ich jetzt auf jeden Fall in meine Garage und dann haben wir auf jeden Fall abgecashed. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Ich bin nämlich wieder da. Ich habe das Auto nämlich schön zu Cash gemacht. Ich hoffe, The Rock hat noch nichts bemerkt. Und dann schauen wir einfach mal, wo er ist. Oh, da seht ihr auch schon der Wagen. Der ist jetzt in meiner Garage. Nice. Aber wo ist der Gute denn? Oh, da oben ist er. Was macht er da oben? Oh, er trainiert. Geil, Mann. Er hat bis jetzt anscheinend noch nichts gemerkt. Okay, Leute, er darf mich auf gar keinen Fall sehen. Wenn er jetzt ganz oben ist, können wir uns ja vielleicht ins Haus schleichen und uns das nochmal kurz angucken. Das würde mich sehr interessieren. Oh, er guckt gerade weg. Run. Okay. Hat er was gesehen? Er hat nichts gesehen. Okay, sehr gut. Nice, okay, wir sind drin, Leute. Ich weiß nicht, ob das sein Anwesen ist, aber hier sind wir auf jeden Fall. Was war das? Hier sind wir auf jeden Fall bei The Rock zu Hause, nehme ich mal an. Vielleicht sein Zweitwohnsitz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, wow. Alter Schwede, schaut euch das mal an, Leute. Ich glaube, er hat zu viel vom Filmset mit nach Hause genommen, würde ich sagen. Krass, Leute. Nicht mehr normal. Okay, Leute, ich will gar nicht lang labern. Wir schauen uns den Rest des Hauses. Oh, da ist er. Oh, shit. Er ist gerade am Telefonieren, Leute. Oh, der darf uns nicht sehen. Okay, wo gehe ich lang? Er hat anscheinend keinen Empfang. Okay, Leute, wir gehen einfach hoch. Scheiße. Eben war er doch noch da und hat trainiert, Digga. Na gut, ich habe auch schon ein bisschen gebraucht, ne? Fuck. Okay, Leute. Wir sind einmal hier eingebrochen, aber ich will auch einfach nur den Wagen. Aber ich kann es mir nicht nehmen lassen, ein bisschen zu gucken, was hier abgeht, Digga. Und ob das wirklich sein
anwesend ist oder doch nur von einem Kollegen, man weiß es nicht. Wer spricht da? Oh oh. Oh no. Wir wagen trotzdem einen Blick, oder Leute? Wir schauen jetzt mal, was hier Sache ist. Oh mein Gott. gleich muss ich echt hier noch einen Nahkampf machen. Ist er noch da? Okay, er ist noch da. Ach, er redet mit seinem Gärtner. Oh. Wir verpissen uns. Raus. Schauen wir uns hier nochmal um, was hier so abgeht. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Schau mal einfach. Wow! Oh mein Gott, The Rock, man! What's up, dude? Ich hab nichts gemacht, Digga. Oh shit, Alter. Er will uns einfach schlagen. Oh mein Gott. Wo ist er gerade? Oh, er läuft hinter uns her. The Rock, ich hab ihm nichts getan. Ich würde nur gern diesen Ferrari mitnehmen. The Rock, lassen Sie mich bitte. Oh shit. Okay, er ist sauer, Digga. Oh, Leute, wir müssen weg. Und da haben wir auch schon einen geilen Ferrari von The Rock. Ich habe eine Faust von The Rock bekommen, Leute. Ist das nicht geil? Oh, shit, Leute. Das ist auf jeden Fall nochmal gut gegangen. Ich würde einfach mal behaupten, dass der gute Herr sehr, sehr sauer ist. Also ich glaube, da brauchen wir in nächster Zeit auf jeden Fall nicht mehr vorbeischauen. Ja, Leute, ich habe auf jeden Fall mein Geld gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr auch kein weiteres Video verpasst. Man weiß ja nicht, wen ich so sonst noch besuchen werde in GTA 5. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Peace. Easy going wild, rap mein Auto einfach selbst. Auf dem YouTube-Beat, copyright free. I'm out.